Hallo liebe Schüler, wir haben ein neues Thema, Dreiecke und Vierecke. Und kurz zur Wiederholung, solltet ihr eigentlich schon kennen, wie bezeichnet man so ein Dreieck? Das will ich euch jetzt erklären, wenn wir hier ein bisschen uns umschauen. Gibt es ja in einem Dreieck Seiten, Punkte und Winkel. Und ich werde euch jetzt kurz in diesem Video zeigen, wie man sie bezeichnet. Und zwar werden die Punkte ringsum bezeichnet. Das heißt, man nimmt irgendeinen Punkt, nennt den zum Beispiel A. Und nennt dann ringsum die anderen Punkte B und C. Und ringsum heißt immer gegen den Uhrzeigersinn, denn das ist der mathematisch Richtige. Also aufpassen, mit dem Uhrzeigersinn wäre es so rum, das ist aber nicht mathematisch richtig. Wir müssen gegen den Uhrzeigersinn, das in Bayern laufen die Uhren ja häufig auch anders, gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wir müssen B hier hinschreiben, dann geht es weiter gegen den Uhrzeigersinn, C hierhin. Wir hätten theoretisch auch A hier oben hinsetzen können und dann hier B und hier C. Aber man macht es normalerweise so, dass man mal den linken Punkt hier als A bezeichnet und dann ringsum B und C. Dann gibt es natürlich auch die Seitenlängen noch. Die liegen immer gegenüber des Punktes. Also wenn hier der Punkt A liegt, dann liegt hier die Seite A gegenüber. Beim Punkt B liegt die Seite B gegenüber. Und beim Punkt C liegt dann natürlich die Seite C gegenüber. Die werden mit Kleinbuchstaben bezeichnet, Punkte mit Großbuchstaben. Und was dann noch fehlt, sind schon hier die gelb markierten Winkel oder die Winkelmaße. Die werden, da kennt ihr auch schon aus der 6. Klasse, mit griechischen Buchstaben besetzt. Alpha, Beta, Gamma. Dieses Gamma hier oben ist ein bisschen komisch gezeichnet, das kennt ihr vielleicht ein bisschen anders. Mein Computer kann das halt nicht anders. Hier ist Alpha, weil da der Punkt A ist. Hier ist Beta, weil da der Punkt B ist. Hier ist Gamma, weil da der Punkt C ist. Wir werden natürlich auch noch Vierecke kennenlernen, aber fürs Erste reicht's, wenn ihr wisst, wie man Dreieck bezeichnet. Das hier müsst ihr nicht abschreiben, das war nochmal kurz zur Wiederholung. Bis zum nächsten Thema.